Hallo, heute möchte ich euch mal was über Selbstsabotage und Geld erzählen. Heute gibt es das Ganze mal einfach so als Video für dich zum Anschauen, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich morgen gut reden kann und dann ist es mir lieber, das heute fertig zu machen. Selbstsabotage. Was ist denn das überhaupt? Selbstsabotage ist, wenn du merkst, dass dir etwas nicht zusteht und du es dann loswerden möchtest. Selbstsabotage ist sowas wie, sagen wir, du kriegst 100 € geschenkt oder durch irgendeine unerwartete Quelle und stellst fest, mein Mixer ist kaputt, meine Waschmaschine ist kaputt und mein Auto braucht neue Reifen und das Geld ist weg. Selbstsabotage ist, wenn du was gewinnst und du sofort feststellst, jetzt kann ich mir das, das, das kaufen und das Geld ist weg. Selbstsabotage ist auch, wenn du zum Beispiel was gewinnst oder bekommen sollst und du ablehnst. Und hier darfst du hinschauen, wo sabotierst du dich selbst? Warum machst du das? Bringt dir das irgendwas? Was ist dein Glauben dahinter? Oftmals glauben wir, dass wir es nicht verdient haben, dass wir es nicht wert sind, dass es uns gar nicht zusteht. Ja, und dieser Glaube sorgt dann dafür, dass wir unbewusst das Geld so schnell loswerden wollen, weil es gehört uns ja eh nicht. Weg damit. Oder du kaufst anderen ein Riesengeschenk, obwohl das eigentlich gar nicht so dran wäre, was du niemals machen würdest mit deinem rechtmäßigen Geld. Und in dem Sinne ist es so, wenn wir uns selbst sabotieren, schieben wir quasi das Geld weg. Oder wir nehmen es an und werden es dann schnellstmöglich los, weil es sich für uns anfühlt, als wäre es nicht gerechtfertigt. Das sind dann so Glaubenssätze wie, ich bin nicht genug, ich habe das nicht verdient. Sie werden alle merken, dass ich ein Schwindler bin, dass ich das gar nicht kann. Und da kommen ganz viele Ängste hoch, ganz viel Selbstzweifel. Und die dürfen wir uns in dem Zusammenhang anschauen. Du darfst dir anschauen, warum du dein Geld schnellstmöglich ausgibst. Warum du nach jeder Werbung unbedingt all die Produkte kaufen musst. Vielleicht glaubst du, nur dann bist du gut genug, nur wenn du die Produkte hast. Vielleicht bist du nur gut genug, wenn du den nächsten Kurs hast. Und wie du merkst, es geht sehr stark in die Richtung gut genug. Weil für mich ist das der Hauptgrund der Selbstsabotage, dieses innere Grundgefühl, ich bin nicht gut genug, ich habe das nicht verdient. Wenn ich XYZ machen würde, dann dürfte ich das. Ich darf nur Geld haben, wenn ich dafür hart arbeite. Weil meine Eltern könnten mich sonst nicht mehr lieb haben. Weil andere Menschen könnten mich sonst verachten. Und all diese Themen, die kommen dann da hoch. Und da dürfen wir hinschauen. Und weil ich meine Stimme nicht so beanspruchen möchte und auch gerade denke, das war genug Input für diese E-Mail, möchte ich dir danken, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst, wo du so deine Selbstsabotage siehst. Und wie immer, komm gerne zu mir, wenn du Hilfe haben möchtest. Hab einen wundervollen Tag. Ach ja, und das Zoom-Meeting heute Abend fällt aus. Tschüss!